You are not prepared. Ja, hallo liebe Leute, Schiami hier und willkommen zu einem weiteren Video. Und zwar schauen wir uns heute mal den Hexenmeister genauer an. Und zwar in Battle for Azeroth, also in der momentanen Beta zum neuen Addon. Und da schauen wir uns als allererstes den Gebrechenshexenmeister an, anschließend den Dämonologie-Hexenmeister und anschließend auch noch den Zerstörungshexenmeister. Man muss sagen, vor allem für Demo und Destro hat sich einiges verändert, eher mehr für Demo. Und das schauen wir uns natürlich alles an, was für Talente sich verändert haben, was sich an der Rotation verändert haben und wie sich generell die Klasse an sich spielt. Wie gesagt, das ist momentan auf der Beta aufgenommen. Heißt also, alles, was ihr hier seht, kann sich natürlich nach wie vor verändern, wenn es nur Tooltips sind, bis hin zu ganzen Fähigkeiten natürlich. Heißt also, wenn ihr irgendwelche Probleme habt mit irgendwelchen Spells, wenn ihr irgendwas genauer wissen wollt oder sonstiges, dann wie immer ab damit einfach unten in die Kommentare. Da können wir natürlich einfach drüber diskutieren und wenn ihr noch andere Klassen sehen möchtet, dann könnt ihr das natürlich auch einfach unten in die Kommentare schreiben. Und jetzt fangen wir erstmal an mit dem Afflilog. Als allererstes schauen wir uns natürlich das Zauberbuch an für den Gebrechenshexenmeister und da fällt eigentlich auf, dass alles ziemlich gleich ausschaut, wie es auch noch auf dem Live-Server ausschaut. Es sind allerdings einige Fähigkeiten rausgefallen und einige neu dazugekommen. Welche Fähigkeiten sind weggefallen? Es gibt für keine Hexenmeister-Spezialisierung mehr Adalas, heißt also, das Mana-Management ist in dem Fall weggefallen, denn es hat ja wirklich nicht mehr viel gebracht, außer dass man zwischendurch immer wieder diese Taste gedrückt hat, weil man halt kein Mana mehr hatte. Hat jetzt gameplay-technisch für mich persönlich zumindest nicht so viel ausgemacht. Dann der Seelendieb ist weg. Das finde ich persönlich ein bisschen schade. Also unser Leech ist dadurch weggefallen. Wir haben aber natürlich nach wie vor den Blutsauger. Die Höllenfeuerbestie als auch die Verdammniswache ist zumindest zur Zeit weggefallen. Es fehlt ja nach wie vor ein Talent hier mittendrin, das wir natürlich momentan nicht skillen können. Und auch die Artefaktwaffe gibt es in dem Sinne nicht mehr. Was wir allerdings dazu bekommen haben, das ist momentan der Schattenblitz, denn der Schattenblitz gehört jetzt wieder zur Main-Rotation dazu. Heißt also in dem Fall, Seelendieb wird durch Schattenblitz ersetzt. Dann für alle Warlock-Spezialisierungen generell gibt es jetzt Schattenfuror an sich. Heißt, wir haben also den AOE-Stun, den es vorher für gewisse Spezialisierungen vom Hexenmeister schon generell zum Skillen gab, ist jetzt Baseline für alle Spezialisierungen drinnen. Heißt also, der Hexenmeister hat eine Chance natürlich, alle 45 Sekunden bzw. eine Minute, je nach Talent, die Gegner innerhalb von 8 Metern für 3 Sekunden zu betäuben. Was natürlich sehr, sehr geil ist. Und natürlich die altbewährten Fähigkeiten, die wir aus unserer Rotation sonst so kennen, sind natürlich alle noch mit dabei. Und dann schauen wir uns gleich mal die Talente an für den Gebrechenshexenmeister. Und da sehen wir bereits, in der ersten Reihe hat sich schon einiges getan. Und da sehen wir zum Beispiel Schattenumschlingung. Schattenblitz ruft den Effekt Schattenumschlingung hervor, durch den ihr dem Ziel 10 Sekunden 3% mehr Schaden zufügt, bis zu 3-mal stapelbar. Das heißt, wir können 9% mehr Schaden machen, während wir einfach 3-mal hintereinander Schattenblitze wirken. Ist nicht bad, also man kann definitiv seinen Schaden da nochmal erhöhen dadurch. Dann haben wir natürlich nach wie vor Heimsuchen, ist gleich geblieben. Das heißt, Heimsuchen funktioniert nach wie vor gleich, wie es am Live-Server auch funktioniert. Eine sehr, sehr, sehr coole Fähigkeit, die neu mit dabei ist, das ist der Todesblitz. Der hat 25 Sekunden Cooldown und hat eine sehr, sehr coole Mechanik, denn feuert einen Todesblitz auf das Ziel, verursacht 40% des gesamten verbleibenden Schadens, den auf das Ziel wirkende Effekte mit regelmäßigen Schaden noch verursachen würden. Heißt also, wenn ihr jetzt alle eure Dots auf dem Ziel drauf habt und ihr wirkt diesen Zauber, dann verursacht er so viel Schaden oder beziehungsweise 40% des Schadens, was eure Dots in den nächsten paar Sekunden noch an Schaden machen würden. Natürlich nimmt er nicht die Dots runter, das heißt, die bleiben natürlich ganz normal mit drauf. Wir können also hier einfach mal das Ziel zudotten. Dann können wir natürlich instabiles Gebrechen auch noch draufhauen. Und dann könnten wir in dem Fall den Todesblitz rausballern. Und der verursacht dann, sieht man hier schon, den verbleibenden Schaden von den Dots. Heißt also, umso besser oder umso mehr Dots man auf einmal draufkriegt, umso höher die Zeit natürlich, die verbleibende Zeit der Fähigkeiten drauf noch ist, umso mehr Schaden verursacht natürlich auch der Todesblitz. In der zweiten Reihe haben wir Talente, die wir auch schon kennen, außer ein neues. Da haben wir einmal die Höllenqual, das ist natürlich, dass unsere Agonie höher stapelt. Wir haben absolute Verderbnis, das Verderbnis permanent ist, beziehungsweise im PvP 24 Sekunden hält. Und dann haben wir noch Umarmung des Todes. Das war ja vorher in der 100er Reihe, also ganz unten. Das ist jetzt in die zweite Reihe gewechselt und wurde auch ein bisschen verringert, denn von 50% Gesundheit auf 40% runtergesetzt. Ansonsten bleibt auch bei dem Talent alles gleich. Dann geht es weiter in die dritte Reihe und hier kennen wir eigentlich nach wie vor alle Fähigkeiten. Das heißt, wir haben nach wie vor Dämonenhaut,
Wir haben brennender Ansturm für unseren Sprint und wir haben natürlich auch noch den dunklen Pakt. Dann gehen wir in die 60er Reihe. Hier haben wir Aussaat. Aussaat wurde ein bisschen genervt, das heißt, es trifft jetzt nur noch einen zusätzlichen Gegner anstatt zwei, so wie es vorher war. Dann haben wir natürlich nach wie vor die Phantom-Singularität, die funktioniert auch noch so, wie sie vorher funktioniert hat. Dann haben wir natürlich noch die Seelenernte und die funktioniert eigentlich gleich, wie es sich auch am Live-Server tut. Nur, dass sie jetzt von Anfang an zuerst nur 4 Sekunden hält und dann zusätzlich durch die Agonie erhöht wird. Vorher waren es ja 12 Sekunden, das heißt jetzt 4 Sekunden muss man also auf jeden Fall aufpassen, dass man zuerst schon die Agonie überall verteilt hat, bevor man das Ganze aktiviert. Denn sonst wird es natürlich ein bisschen problematisch, dass das Talent einfach zu schnell ausläuft. Es hält aber allerdings nach wie vor 36 Sekunden. Maximum, so wie es auch am Live-Server ist. Dann haben wir jetzt in der 75er Reihe unsere CC-Talente, also unseren Crowd Control. Und das einzige Talent, das rausgeflogen ist, das ist unser AOE 4, das heißt unser Schreckensgeheul. Dafür haben wir jetzt Furor der Dunkelheit und das verringert einfach die Abklingzeit von unserem Schatten, von unserem Schattenfuror, so dass unser Stun nicht mehr so lange Cooldown hat. Dann haben wir natürlich nach wie vor den Death Coil, also weltliche Ängste und zusätzlich natürlich auch noch den dämonischen Zirkel. Und dann kommen wir zur 90er Reihe und da haben wir als allererstes einen Bruch der Nacht. Und das kommt mir ziemlich bekannt vor, denn ich glaube, das war schon in BC, VOTLK Classic um den Dreh irgendwann drinnen. Das hat eine Chance, dass wenn unsere Verderbnis Schaden verursacht, hat es eine 25%ige Chance, dass unser nächster Schattenblitz natürlich zu einem Spontanzauber wird, denn Schattenblitz ist ja jetzt normal in der Main-Rotation drin. Dann zurzeit zum aktuellen Bild fehlt leider ein Talent hier in der Reihe und natürlich haben wir auch noch die Grimoire der Opferung, die funktioniert auch noch gleich wie auf dem Live-Server. Dann kommen wir zur letzten Reihe, da haben wir einerseits die Seelenverbindung, die gibt es ja aktuell auch noch, nur dass sie jetzt eine 15% Chance hat, einen Seelensplitter zurückzuerstatten, vorher waren es 20%. Dann haben wir Schleichender Tod, das ist neu mit dabei, eure Zauber, Agonie, Verderbnis und instabiles Gebrechen verursachen ihren gesamten Schaden 15% schneller. Und dann haben wir auch noch den Lebensentzug, den gibt es auch momentan am Live-Server, nur dass hier die Heilung genervt wurde, das heißt vorher hat er euch um 60% eures Schadens geheilt, jetzt heilt er euch nur noch um 30%. An der Rotation selbst für den Gebrechen-Sechsenmeister hat sich natürlich nicht allzu viel getan, außer dass wir jetzt Schattenblitz raushauen, anstatt Seelendieb zu kanalisieren. Heißt also, wir haben permanente Fähigkeit, die wir aktiv zusätzlich noch drücken müssen. Unsere Agonie hat nach wie vor natürlich eine Chance, Seelensplitter herzustellen, so wie es natürlich auch momentan funktioniert. Und natürlich können wir dann, je nachdem, was für Talente wir benutzen, zum Beispiel in dem Fall auch noch den Todesblitz einsetzen, wenn wir natürlich noch mehrere aktive, schadensverursachende Zauber auf dem Ziel haben. Und dann schauen wir uns als nächstes auch schon den Dämonologie-Hexenmeister an. Ich persönlich war auch in Legion schon ziemlicher Fan vom Demo-Hexer. Er hatte natürlich seine Probleme, vor allem, dass man eigentlich so gut wie in keinem Kampf auch nur ein bisschen moven durfte, denn sonst waren natürlich die ganzen Dämonen wieder weg und Tarkil hat dementsprechend keinen Schaden mehr verursacht. Allerdings wurde dem alles entgegengewirkt und Demo spielt sich momentan auf der Beta so lustig wie noch nie. Auf jeden Fall eine meiner Lieblingsspecs momentan in Battle for Azeroth. Und natürlich schauen wir uns auch für den Demo-Log erstmal das Zauberbuch an und da gehe ich gar nicht drauf an, was alles raus und rein geflogen ist, denn hier hat sich so viel getan, dass wir uns das einfach hier direkt mal anschauen. Natürlich haben wir nach wie vor unsere Teufelswache, die ist natürlich immer noch dabei. Adalas, wie gesagt, ist für alle Hexenmeister-Specs raus. Neu dabei ist auch der Dämonenblitz. Der Dämonenblitz verursacht einfach massiven Schaden, hat eine extrem lange Castzeit. Man kann ihn aber instant wirken, da gehen wir gleich noch drauf ein und erzeugt zwei Seelensplitter. Das heißt, das ist eine unserer Main-Fähigkeiten, um Seelensplitter aufzubauen. Dann haben wir als Demo-Lock jetzt auch einen Burst-Cooldown, denn Tarkil haben wir in dem Sinn nicht mehr. Wir haben jetzt einen Burst-Cooldown als Dämonen, das heißt, wir beschwören den dämonischen Tyrannen. Der erhöht allen Schaden von all unseren Wichteln oder allen möglichen Dämonen, die wir gerade beschwört haben, um 15% und zusätzlich verlängert er auch die Dauer von allen Dämonen, die gerade beschwört sind, um 15 Sekunden. Heißt also, haben wir gerade eine Menge an Wichteln draußen, haben wir gerade eine Menge an Schreckensbirschern oder sonstigen Dämonen draußen, dann beschwören wir den in letzter Sekunde, so bufft er nämlich nochmal alle verbleibenden Dämonen, dass die nochmal länger da sind und natürlich mehr Schaden verursachen, was sehr, sehr geil ist, wenn die so eine richtige Armee von Wichteln einfach hinterher rennt und dich aus dem Leben boxt. Dann haben wir natürlich nach wie vor Hand von Gul'dan, ist gleich wie vorher, nur dass es jetzt maximal 3 Seelensplitter verbraucht und auch nur noch 3 Wichtel beschwört anstatt 4, wie es vorher war. Und dann ganz, ganz geil, Implosion ist jetzt Baseline, das heißt als Demolog brauchen wir uns nicht mehr entscheiden, wollen wir jetzt Single-Target-Damage machen oder wollen wir AOE-Schaden machen? Nein, wir können jetzt tatsächlich beides wirken, ohne natürlich extra ein Talent dafür aufopfern zu müssen, was natürlich sehr, sehr cool ist. Nach wie vor haben wir auch noch den Schattenblitz. Schattenblitz erzeugt natürlich nach wie vor unsere Seelensplitter. Dann haben wir Schattenfuror, wie gesagt, das ist jetzt Baseline für alle Hexenmeister-Skills oder für alle 3 Spezialisierungen vom Hexenmeister. Und dann haben wir natürlich auch noch die Schreckens-Pirscher, die wir nach wie vor rufen können.
Und jetzt schauen wir uns gleich mal an, wie überhaupt das mit dem Dämonenblitz funktioniert, denn das können wir auf der hinteren Seite hier nachlesen, und zwar dämonischer Kern. Und da sehen wir schon, sobald eure Wildwichtel ihre gesamte Energie verbraucht haben, besteht eine Chance von 10%, dass ihr deren Lebensessenz absorbiert und so eine Stapel von dämonischer Kern erhaltet. Was ist dämonischer Kern? Dämonischer Kern bedeutet einfach, dass ihr eine Aufladung habt, um den Dämonenblitz direkt zu wirken, also ohne Zauberzeit einfach raushauen und direkt die zwei Seelensplitter kassieren, was natürlich sehr, sehr geil ist. Und dann haben wir noch die Schreckensbirscher. Das heißt, sobald die Schreckensbirsche auslaufen, habt ihr eine Chance von 100%, dass ihr direkt zwei dieser Aufladungen erhaltet. Denn diese Aufladungen sind bis maximal viermal stapelbar. Heißt, ihr könntet viermal in Folge diesen Dämonenblitz instant wirken und natürlich jeweils diese Splitter kassieren. Das können wir uns mal ganz kurz im Gameplay hier ansehen. Das heißt, wir können hier einmal unsere Schreckenspirscher beschwören. Die sehen wir ja, haben wir 12 Sekunden Dauer, was sie halten. Und in der Zwischenzeit können wir natürlich noch jegliche Wichtel hier beschwören, so viele wie möglich. Damit wir natürlich so viel Procs wie nur möglich generieren. Jetzt sehen wir hier, die Schreckensbirscher laufen aus und dementsprechend kriegen wir hier gleich zwei Aufladungen von dem Dämonenblitz. Und das sehen wir natürlich auch anhand der Animation hier in der Mitte. Und dann können wir den zum Beispiel einmal instant wirken und sehen, wir haben hier gleich wieder die Splitter bekommen, können also wieder Hand von Gul'dan wirken, können wieder instant rausboxen, können gleich wieder die Hand von Gul'dan wirken. Und das ist natürlich sehr, sehr geil und die Wichtel haben natürlich auch alle eine Chance, dass sie so eine Aufladung generieren. Natürlich bedeutet das, Schreckensbirscher immer auf CD benutzen und dann ansonsten einfach so viele Wichtel beschwören wie nur möglich, denn das Empowerment, das gibt es auch nicht mehr. Das heißt, wir müssen nicht auch noch nervig dauernd unsere Wichtel verstärken, sondern wir können wirklich tatsächlich einfach die ganze Zeit neue Dämonen beschwören, immer wieder Schattenblitz reinhauen, immer wieder Dämonenblitz instant reinhauen und so eine richtige Armee von Dämonen aufbauen, so wie es eigentlich für den Dämonologie-Hexenmeister, wie es auch schon der Name sagt, eigentlich der Plan sein sollte. Dann gehen wir natürlich gleich weiter zu den Talenten für den Dämonologie-Hexenmeister und da haben wir als erstes gleich die Schreckenspeitsche. Wenn eure Schreckensbirscher in den Kampf stürmen, trifft ihr Schreckensbiss nun alle Ziele innerhalb von 8 Metern und verursacht 25% mehr Schaden. Heißt also, im Endeffekt funktioniert sie gleich wie, glaube ich, der TOS oder der Anturus-Set-Boni. Ich weiß gerade nicht mehr, welcher von beiden das ausgelöst hat. Das haben wir jetzt nochmal als passives Talent, sodass wir nochmal ein bisschen mehr AOE-Schaden verursachen können. Dann haben wir als nächstes dämonische Stärke. Erfüllt eure Teufelswache mit dämonischer Stärke und befiehlt ihr auf das Ziel loszustürmen und einen Teufelssturm zu entfesseln, der 400% mehr Schaden verursacht. Heißt also, damit hätten wir nochmal einen kleinen Cooldown, der gerade mal eine Minute Cooldown hat, um natürlich nochmal ein bisschen mehr Schaden zu verursachen. Der Teufelssturm, der ist natürlich auch AOE. Und dann haben wir noch die Eiterblagenbomber, die haben 30 Sekunden Cooldown und das ist einfach eine Fähigkeit, die auf der Stelle 6 Sekunden lang mehrere von diesen Eiterblagen hervorrufen und natürlich auf das Ziel bombardieren, sodass natürlich nochmal ein bisschen mehr AOE-Schaden entsteht durch das Talent. Das Talent können wir uns natürlich auch gleich anschauen. Dabei müssen wir wieder einen Zielort bestimmen über diesen grünen Kreis am Boden und wenn wir den dann schlussendlich beschwören, dann sehen wir hier, die fliegen aus diesem Portal hier rein und bomben sich hier einfach zu Tode, sodass sie natürlich auf alle Ziele in dem Umkreis natürlich massiven Schaden verursachen. Dann in der zweiten Reihe, da haben wir gleich dämonischer Ruf, das kennen wir auch schon, Schattenblitz und Dämonenblitz haben eine Chance von 20%, dass euer nächster Einsatz von Schreckensbirsche rufen keine Seelensplitter kostet und spontan sauber wird, das kennen wir auch schon vom Live-Server aktuell. Dann haben wir ein neues Talent, das ist Kraftentzug, der hat 30 Sekunden Abklingzeit und der opfert zwei Wildwichtel direkt, um zwei dieser dämonischen Kerne zu erzeugen. Die dämonischen Kerne sind natürlich die, um den Dämonenblitz an sich direkt wirken zu können, heißt also, wenn wir mit zwei Seelensplittern Hand von Gul'dan wirken, dann könnten wir das direkt benutzen und dann haben wir gleich zwei Aufladungen, um natürlich den gleich nochmal zweimal instant zu wirken, was sehr, sehr geil ist. Dann haben wir als drittes Talent hier noch Verdammnis, das war ja vorher Baseline, das kann man jetzt alternativ noch skillen. Allerdings finde ich das mit den 30 Sekunden immer noch extrem übertrieben, weil das verursacht ja erst nach dem Ablauf der 30 Sekunden ihren Schaden. Dann haben wir hier wieder unsere Defensivreihe, da haben wir einmal Dämonenhaut, brennender Ansturm als auch dunkler Bug, da ist alles gleich geblieben. Dann kommen wir zur 60er Reihe und da haben wir als allererstes aus den Schatten. Nach dem Einsatz von Schreckensbirsche rufen erleidet das Ziel 12 Sekunden lang 20% zusätzlichen Schattenflammen Schaden durch euch. Heißt also, jedes Mal, wenn wir unsere Hunde beschwören, dann haben wir natürlich nochmal einen kleinen Damage Boost auf dem Gegner, das ist natürlich sehr, sehr nice. Dann haben wir Seelenstoß, das hat 10 Sekunden Abklingzeit, 50 Meter Reichweite, befiehlt eure Teufelswache, die Seele eures Gegners zu attackieren und ihm dabei 122 Schattenschaden zuzufügen. Erzeugt auch noch einen Seelensplitter, das heißt, wir hätten hier ein Talent zusätzlich noch, wodurch wir unsere Wache auch noch ein bisschen mit einbauen können in die Rotation, sodass ihr uns nochmal ein paar von den Seelensplittern zusätzlich erzeugt. Finde ich natürlich geil, weil das Dämon-Hexenmeister soll man natürlich mit seinen Dämonen in irgendeiner Art und Weise interagieren.
Dann haben wir noch einen Dämon, den wir beschwören können. 45 Sekunden Cooldown, kostet 1 Seelensplitter. Und dabei beschwören wir einfach das finstere Scheusal für 15 Sekunden. Und das verursacht auch einfach massiv Schaden gegen ein Ziel. Dann kommen wir zur 75er Reihe. Da haben wir natürlich wieder unsere CC-Talente. Das heißt einmal Schattenfuchrohrverringerung. Dann haben wir natürlich unseren Deathcoil nach wie vor und unseren dämonischen Zirkel, also unseren Teleport. Dann in der 90er Reihe, da haben wir einmal innerer Dämon. Das ist auch neu. Ihr beschwört passiv alle 10 Sekunden einen Wildwichtel, der für euch kämpft. Es besteht eine Chance von 10%, dass außerdem ein zusätzlicher Dämon beschworen wird, der euch für 15 Sekunden im Kampf unterstützt. Heißt also auch außerhalb des Kampfes erzeugt ihr alle 10 Sekunden einen zusätzlichen Wichtel und ihr habt natürlich noch eine Chance, dass noch ein zusätzlicher generiert wird. Heißt also, wenn ihr in Verbindung mit Kraftzug spielt, könntet ihr alternativ auch außerhalb vom Kampf schon mal diese Stapel holen, um natürlich dann richtig schön reinzustarten in den Bosskampf. Und dann haben wir Seelenverbindung, das ist natürlich auch nach wie vor dabei, natürlich wie auch bei der anderen Spec von 20 auf 15% verringert. Und die Grimoire der Dienstbarkeit, die ist natürlich auch noch immer mit dabei, das heißt, wir können zusätzlich noch einen zweiten Dämon beschwören, der natürlich das gleiche macht und natürlich auch nochmal massiv Schaden verursacht. Und dann kommen wir schon zur letzten Reihe und da haben wir als allererstes geopferte Seelen. Jeder verbrauchte Seelensplitter erhöht 10 Sekunden lang den Schaden von Schattenblitz und Dämonenblitz um 5%. Dieser Effekt ist bis zu 5-mal stapelbar, das ist natürlich nochmal sehr geil, weil wir dadurch unseren Damage nochmal immens buffen können. Dann haben wir zusätzlich noch dämonisches Aufzehren. Euer dämonischer Tyrann zerstört nun alle eure Wildwichtel, um ihre verbleibende Energie zu absorbieren und sich mit Macht zu erfüllen. Das heißt, anstatt dass er die Dauer verlängert und den Schaden der zusätzlichen Pets erhöht, entzieht er allen Pets, die gerade aktiv sind, natürlich die Energie und verursacht zu selber nochmal bei Weitem mehr Schaden. Ist auch ein sehr, sehr cooles und lustiges Talent. Und anschließend haben wir noch das Netherportal. Das funktioniert momentan leider nicht ordentlich. Das hat 3 Minuten Cooldown, kostet 3 Seelensplitter und da haben wir noch, reißt für 20 Sekunden ein Portal in wirbelnden Nether auf. Jedes Mal, wenn ihr Seelensplitter verbraucht, werdet ihr außerdem Dämonen aus dem Nether herbeirufen, die für euch kämpfen. Heißt also, während wir das aktiv haben, quasi als Burst Cooldown, würden wir noch mehr Dämonen beschwören, als wir eigentlich beschwören würden. Wie gesagt, kann ich euch leider nicht zeigen, dass momentan auf dem Beta-Server nicht richtig funktioniert. Und zu guter Letzt kommen wir natürlich noch zum Zerstörungshexenmeister und da hat sich auch ein klein wenig was verändert und genau das schauen wir uns natürlich jetzt noch an. Und natürlich schauen wir auch hier als allererstes ins Zauberbuch und auch hier ist eigentlich im Großen und Ganzen alles gleich geblieben von den Talenten. Natürlich nach wie vor Adalas ist nicht mit dabei, dafür ist unser Schattenfuhrer mit Baseline drinnen. Dann zusätzlich sehr, sehr geile für den Destro-Hexenmeister Pyrolyse ist jetzt Baseline drinnen, das heißt man muss das nicht mehr zusätzlich skillen. Also jedes Mal, wenn wir Feuerbrunst wirken, dann ist natürlich unsere Zauberzeit von Verbrennen und Chaosblitz verkürzt, was natürlich sehr, sehr nice und sehr, sehr angenehm ist. Und auch unsere Artefaktwaffe, die ist natürlich nicht mehr dabei, womit wir vorher diese Risse erzeugt haben, wo dann nochmal zusätzlich diese Feuerblitze rauskamen. Dann schauen wir uns als nächstes gleich mal die Talente an. Da haben wir als allererstes jetzt Feuersprung. Feuerbrunst verursacht 10% mehr Schaden und gewährt einen zusätzlichen Stapel von Pyrolyse. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Da haben wir dann 3 Aufladungen dadurch. Das ist natürlich sehr angenehm. Dann haben wir Ausrottung. Das kennen wir bereits. Das war vorher in der zweiten Reihe und neu mit dabei. Das ist das Seelenfeuer. Verbrennt die Seele des Gegners und erzielt einen kritischen Treffer, der 3000 Schaden verursacht. Der Schaden wird zusätzlich durch eure kritische Trefferchance erhöht. Funktioniert also ähnlich wie der Chaos. Ich erklärt mir noch nicht ganz, wie der in die Rotation mit reinpasst und der verursacht natürlich auch ein bisschen mehr Schaden als Chaosblitz, hat aber natürlich dementsprechend eine bei weitem längere Castzeit, die auch nicht durch Feuerbrunst verkürzt wird. Dann kommen wir zur zweiten Reihe, da haben wir einmal Entropieumkehrung, eure Zauber haben eine Chance, euer Tempo für 8 Sekunden lang um 15% zu erhöhen. Das ist natürlich sehr, sehr nice, das heißt alle unsere Spells haben eine Chance, unsere Tempowertung nochmal zu erhöhen. Mich würde es interessieren, ob das natürlich öfter brocken kann, wenn ihr natürlich im AOE Feuerregen oder sowas einsetzt. Das wäre natürlich sehr, sehr nice, so können wir nochmal unseren AOE-Schaden ein bisschen mehr maximieren. Dann haben wir als nächstes innere Verbrennung. Chaosblitz zehrt bis zu 5 Sekunden des regelmäßigen Schadens von Feuerbrand auf eurem Ziel auf und verursacht sofort Schaden in dieser Höhe. Heißt, er funktioniert eigentlich gleich wie das neue Talent Todesblitz für den Afli. Können wir uns hier kurz anschauen. Heißt also, wenn wir hier in dem Fall einmal kurz Feuerbrand wirken und dann nochmal zusätzlich Chaosblitz, dann verursacht natürlich der Chaosblitz nochmal zusätzlich Direktschaden in Höhe von 5 Sekunden vom Dodge-Schaden von dem Feuerbrand an sich, was natürlich sehr, sehr angenehm ist. Und dann haben wir den Schattenbrand, der ist gleich wie momentan auf dem Live-Server, nur dass er jetzt 3 Seelensplitterfragmente erzeugt anstatt 5, wobei das fällt einem in dem Sinne von der Rotation jetzt nicht so stark auf.
Dann in der dritten Reihe haben wir natürlich nach wie vor wieder unsere Defensivfähigkeiten, also für alle drei Skillungen. Dann in der vierten Reihe gehen wir gleich weiter und da haben wir einmal Inferno als Talent. Feuerregen hat eine Chance von 20%, ein Seelensplitterfragment zu erzeugen. Heißt also, wir brauchen natürlich nach wie vor 4 Feuerregen selbst, 3 Seelensplitter. Allerdings haben wir eine Chance, damit unsere Seelensplitter wieder zurückzuholen. Das spielt sich irgendwie gleich wie in Mists of Pandaria. Da gab es, glaube ich, das Talent auch schon. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es aktuell auch gibt. Allerdings natürlich sehr, sehr cool, wenn man irgendwie im AOE viel Schaden verursachen will oder natürlich alternativ auch irgendwie farmen will, weil vor allem zum Farmen habe ich das in der MOP so in Erinnerung gehabt, dass das sehr, sehr angenehm war. Dann haben wir Feuer und Schwefel, das wurde ein bisschen genervt und zwar verbrennen trifft zwar alle Gegner jetzt, allerdings nicht mehr für den vollen Schaden, sondern für 40% des Schadens und erzeugt ein Seelensplitterfragment pro zusätzlich getroffenem Gegner. Heißt eigentlich, dient Verbrenner dann einfach nur dazu, Seelensplitter wieder schneller aufzubauen, sodass wir natürlich Feuerregen öfter wirken können und Kataklysmus ist natürlich nach wie vor auch mit dabei. Dann in unserer 75er Reihe haben wir natürlich wieder unsere Verringerung für Schattenfuror. Dann haben wir einmal unseren Death Coil als auch unseren dämonischen Zirkel. Dann kommen wir zur 90er Reihe. Da haben wir einmal loderndes Feuer. Und zwar Feuersbrunst fügt dem Ziel im Verlauf von 6 Sekunden zusätzlich Feuerschaden zu. Heißt also, wenn wir Feuerbrunst wirken, dann sehen wir hier, haben wir zusätzlich nochmal einen Dot drauf, der natürlich mehr Schaden verursacht. Ich glaube, das ist aktuell sogar noch ein Artefakt-Trade. Dann haben wir Grimoire der Überlegenheit, das ist neu mit dabei. Während ihr eine aktive Höllenbestie habt, erhöht jeder von euch verbrauchte Seelensplitter den Schaden eures Zaubers Chaosblitz um 8%. Heißt also in dem Fall, Höllenbestie ist ja unser Burst-Cooldown und jedes Mal, wenn wir dann Chaosblitz wirken, beziehungsweise irgendetwas, das unsere Seelensplitter verbraucht, dann wird unser Schaden für den nächsten Chaosblitz um 8% verbraucht. Da Chaosblitz selbst ja 2 Seelensplitter verbraucht, ist es immer gleich eine 16% Erhöhung und die verbraucht sich natürlich auch nicht von alleine. Das können wir uns gleich mal anschauen. Heißt also, wir können in dem Fall unsere Höllenfeuerbestie hier beschwören. Und dann können wir natürlich einfach unsere Seelensplitter hier verbrauchen. Dann sehen wir rechts oben natürlich anhand von dem Buff, dass wir jetzt zum Beispiel 16% mehr Schaden verursachen mit dem nächsten. Dann gleich 32% mehr. Und das stapelt natürlich immer weiter, solange wie unsere Höllenfeuerbestie an sich natürlich auch anhalten würde. Heißt, in dem Fall sind wir jetzt schon bei 64%. Ist natürlich immens geil, allerdings muss man natürlich darauf achten, dass man bei den Bossen oder im PvP oder wo auch immer natürlich auch clearcasten kann, sodass man nicht unterbrochen wird oder sich bewegen muss oder sonst irgendwas. Dann profitiert man natürlich am meisten von dem Talent. Dann haben wir noch das letzte Talent in der Reihe, das ist Grimoire der Opferung. Das funktioniert immer noch gleich, heißt also, wir opfern unseren aktiven Dämon, übernehmen dessen Dämon kontrollierende Fähigkeit, also im Fall vom Teufelsjäger jetzt den Kick, um Spells zu kicken und zusätzlich verursachen unsere Zauber natürlich noch zusätzlich Schattenschaden. Und zu guter Letzt kommen wir zur 100er Reihe, da haben wir einmal Seelenverbindung, das funktioniert sogar gleich für den Destro, weil da sind sie auch nur 15% aktuell, um den Seelensplitter wieder zurückzubekommen. Dann haben wir nach wie vor Dämonenfeuer kanalisieren, das funktioniert auch nach wie vor gleich und neu mit dabei, das ist finstere Seele, das hat 2 Minuten Abklingzeit und erfüllt eure Seele mit instabiler Macht, die eure kritische Treffer schon 20 Sekunden lang um 30% erhöht und wie wir wissen, kritische Trefferwertung erhöht natürlich auch unseren Schaden, dann zusätzlich vom Chaosblitz, als auch wenn wir das Talent Seelenfeuer wählen, wird es natürlich auch davon noch mal profitieren. Für die Rotation an sich bleibt eigentlich alles wie beim Alten für den Destro-Hexer, wie wir es eigentlich schon kennen. Das heißt, wir haben nach wie vor Verbrennen, wir haben nach wie vor Feuersbrunst. Wir bauen nach wie vor über Verbrennen und Feuersbrunst und Co. unsere Splitter auf. Das heißt, da hat sich nichts verändert, außer natürlich diese wunderschönen neuen Animationen. Und da kommen wir schon zu dem Punkt, was mich ein bisschen verwirrt. Und zwar steht das nirgends in den Tooltips oder sonst wo. Ich weiß nicht, ob es aktuell mit Verbrennen auch so funktioniert. Ich bin ja in dem Sinne kein Warlock-Main. Aber zum Beispiel Verbrennen legt ab und zu mega den langen Weg zurück. Und der Schaden wird wirklich erst verursacht, wenn es denn auch dort ankommt beim Ziel. Das heißt, das dauert wirklich sehr, sehr lange, bis der Schaden ankommt. Und mich persönlich stört das irgendwie. Und manchmal fliegt es irgendwie auch direkt zum Gegner hin. Ich weiß nicht, wie genau das berechnet wird. Man sieht es hier, ist gerade einfach rübergesprungen in dem Sinne und verursacht dann natürlich direkt den Schaden. Das steht leider nicht in den Tooltips momentan drinnen. Ich wäre cool, wäre sehr, sehr cool, wenn Blizzard das in irgendeiner Art und Weise in die Tooltips einbauen könnte oder irgendwie erläutern könnte. Natürlich haben wir auch Chaosblitz und alles nach wie vor mit dabei mit wunderschönen neuen Animationen. Haben natürlich auch den Feuerregen mit dabei, der jetzt auch eine wunderschöne neue Animation bekommen hat. So wie eigentlich alle Spells vom Hexenmeister an sich wurden jetzt ziemlich aufgebohrt. Das wurde ja damals schon gesagt, dass das mit BFA der Fall sein wird. Sehen wir hier zum Beispiel der Feuerregen. Sieht natürlich sehr, sehr geil aus.
Und das war es dann auch schon mit den Änderungen zum Hexenmeister. Zumindest vorerst, da kann sich hier nach wie vor immer noch was tun. Wie gesagt, euer Feedback natürlich gerne ab damit in die Kommentare. Und was mich auch noch interessieren würde, ist, welche Skillung sagt euch denn am meisten zu mit BFA? Für mich persönlich ist es auf jeden Fall der Dämonologie-Hexenmeister. Ich mochte den auch schon in Legion immens. Und mit den neuen Verbesserungen spielt er sich natürlich noch tausendmal angenehmer. Bin ich auf jeden Fall schon hyped, den auf meinem Hexer zu spielen. Ansonsten wie immer, wenn es euch gefallen und geholfen hat, Däumchen nach oben. Wenn ihr noch weitere Previews sehen wollt zu den Klassen, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen in den Kommentaren. Vergesst auch nicht, mir auf meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut da rein. Ciao.